Es ist jedes Jahr ein Fixtermin für die Stars des ERC Red Bull München, die Einkleidung vor der Wiesn. Und das Ganze erfordert dann aber auch ein bisschen Feinarbeit, denn bevor Schuhe, Socken, Hose, Hemd und Weste sitzen, möglichst auch noch der Hut drauf, da muss einige Male hin und her probiert werden. Aber Justin Schütz hat das Ganze mit Bravour bestanden. Wie fühlt es sich denn an, so für den Kasseler Bur jetzt hier in der bayerischen Tracht? Ja, fühlt sich gut an. Ist eigentlich so meine erste Tracht, sage ich mal. Ich hatte schon eine, ich sag mal, nicht so gute in Salzburg schon, die ich mal angehabt habe. Aber das ist schon was Besseres. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es haben und freue mich auf die Wiesn. Jeden Tag wird darüber ein bisschen geplaudert. Ich meine, die letzten Jahre haben die Jungs super viel Spaß da gehabt und dieses Jahr bin ich auch ein Teil davon und da freue ich mich schon riesig drauf. Was erwartet euch? Am Freitag geht's zum großen Favoriten, zum deutschen Meister Adler Mannheim. Ja, ich denke mal, wir erwarten uns ein hartes Spiel, aber läuferisch, denke ich mal, sind wir die stärkere Mannschaft. Mannheim gilt wieder als, sag ich mal, Top-Favorit dieses Jahr und ich denke mal, wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir dieses Jahr besser sind als Mannheim. Wer ist so der schneidigste ERCler in der Tracht? Bist du selber? Naja, ich würde mich nicht selber jetzt nicht so bezeichnen. Ich denke mal, vor allem die Ausländer machen eine gute Figur. Für die ist ja auch nochmal was anderes. Nochmal, ich meine, ich kenne es ja schon irgendwo so, auch wenn ich aus Kassel bin. Aber für die, ich meine, die sehen gut aus, die Jungs, und das ist sehr gut. Justin, vielen Dank. Viel Spaß dann in den nächsten Spielen. Viel Erfolg und viel Spaß am Oktoberfest. Und wie gesagt, erstes Wiesn-Heimspiel dann am Sonntag gegen die Eisbären Berlin hier im Stadion am Oberwiesenfeld.